Ich war schon sehr verzweifelt. Man hat 1000 Gedanken im Kopf. Was kann es sein? Ist das normal? Wird das immer so bleiben? Warum finden die Ärzte nichts? Ich bin die Lilly, ich bin 28, komme aus Witten und ich habe mir vor 3 Jahren die Brust machen lassen. Und das war die schlimmste und schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens. Und das möchte ich mit euch teilen. Die Brust machen zu lassen, war mein Traum, seitdem ich 17 war. Der Grund, warum ich es gemacht habe, war einfach nur rein Schönheitsgrund. Ich dachte, das bisschen, das ist das, was mir fehlt, damit ich mich akzeptiere und liebe und mich 100% wohlfühle. Und ich habe gar nicht viel recherchiert, weil ich eine Freundin hatte, die die Brüste gemacht hat und sehr zufrieden war. Und es sah wunderschön aus und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich mache es auch da. Vor der OP war ich topfit, hatte keine Beschwerden, habe viel Sport gemacht und mir ging es sehr gut. Und 2017 habe ich mich entschieden, die Brust machen zu lassen und war auch erstmal sehr happy damit. Die Ergebnisse sahen super aus und alles lief reibungslos. Im März 2018, 3 Monate nach der OP, habe ich die ersten Symptome gemerkt, im Handgelenk, beim Autofahren. Und dann dachte ich mir, ich habe mich zu fest gegriffen an Lenkrad und habe das für normal erklärt. Und 1 Monat später hatte ich wie so einen Zug im Rückenbereich. Und da habe ich auch gedacht, entweder habe ich mir Durchzug gefangen beim Sport oder schief geschlafen. Und habe auch das für normal erklärt. Bis ich im Juni, halbes Jahr nach dem Eingriff, in Spanien war mit meinen Eltern im Urlaub. Und da ging es mir auf einmal ganz schlecht. Und da wurde das alles ein bisschen ernster. Ich wurde nach 4-5 Stunden wach von den Schmerzen. Ich konnte nicht länger schlafen. War erstmal 1-2 Stunden steif. Und hatte sehr intensive Schmerzen in den Gelenken und musste erstmal abwarten, bis die Schmerzen einigermaßen weggegangen sind, damit ich mich überhaupt wieder ins Bett legen kann. Und so habe ich mich durch meinen Urlaub durchgequält. Als ich zurückkam, habe ich angefangen zu suchen, was mit mir los ist. Und da ging es los von Schuheinlagen bis verschiedenen Ärzten, verschiedene Blutbilder, Röntgenbilder, MRTs, Physiotherapeuten, Osteopathen, halbes Jahr war ich sogar beim Psychologen und mir wurde Antidepressiva verschrieben. Dann wurde die Dosis verdreifacht, aber nichts hat geholfen. Bis ich zu meinem Arzt gegangen bin und er mir gesagt hat, du hast wirklich alles versucht. Ich glaube, du solltest in die Rheumaklinik gehen und stationär 2 Wochen dort bleiben, dich untersuchen lassen und vielleicht kommst du dann weiter. 2019, 2 Jahre nach der OP, kam ich dann in die Rheumaklinik und 3-4 Tage später hatte ich auch schon meine Diagnose. Die heißt Morbus Bechterew und es ist eine rheumatische Knochenkrankheit, was sich im Rückenbereich hauptsächlich befindet und bei mir auch sehr vorgeschritten war. Und meine ganzen Gelenke waren auch entzündet und die Krankheit ist chronisch und nicht heilbar. Ich habe auch die Ärzte darauf angesprochen, ob das was mit Silikon zu tun haben kann und habe eine klare Aussage bekommen, dass es definitiv nichts damit zu tun hat. Ich wurde medikamentös eingestellt und habe meine ersten Biologika bekommen, die auch sehr stark waren und sehr starke Nebenwirkungen hatten, wo ich nach 8-9 Spritzen allergische Reaktion drauf hatte und es abbrechen musste. Ungefähr ein halbes Jahr hat es gedauert, bis es aus meinem Körper raus war und in der Zeit habe ich mir dann gesagt, dann mache ich das mit Naturmedizin, Naturprodukten, weil ich mich in der Zeit informiert hatte
Und ja, das hat aber auch nicht ausgereicht. Dann bin ich wieder in die Rheumaklinik, ein halbes Jahr später, und habe die zweiten Biologika bekommen, auf die ich allerdings sofort allergische Reaktionen hatte und musste ich wieder abbrechen. Im Frühsommer 2020, circa 2,5 Jahre nach der OP, ging es mir immer schlechter, und ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe meinen Lifestyle umgestellt, ich mache alles, dass es mir besser geht, und es wird immer schlimmer. Und ich habe neue Schmerzen dazu bekommen, das waren wie so Nervenschmerzen komplett im hinteren Rückenbereich. Und dann habe ich mir gedacht, es ist irgendwas anderes, bis ich zu dieser Erleuchtung kam, würde ich jetzt sagen, und mir gedacht habe, das werden die Brüste sein. Zu sagen, okay, das ist die Brust, war, dass ich viel mit Meditation mich beschäftigt habe, auf mein Inneres hören, mit mir selber, und das hat mir dazu geholfen, würde ich sagen, um selber mir zu vertrauen und zu sagen, mein Körper schreit danach. Das sind diese neuen Schmerzen, und wenn ich alles zusammengeklebt habe, war das für mich logisch. Diese Logik bin ich dann auch gefolgt und habe mich ans PC gesetzt und angefangen zu recherchieren, was passieren kann, was für Möglichkeiten es gibt, wenn man Silikon hat, was für Krankheiten entstehen können. Und dann bin ich auf die verschiedenen Seiten gestoßen, Internetseiten, wo ist alles komplett beschrieben, weil die ganzen Symptome, wenn dein Körper diesen Fremdkörper nicht annimmt. Und da waren, glaube ich, 50 Symptome, und ich habe die verglichen, ich glaube, ich hatte 45 davon und dachte, wow. Und bin noch bei einer Facebook-Seite beigetreten von verschiedenen Frauen, private Personen, so wie mir, die sich das gegenseitig ausgetauscht haben. Vor der OP, nach der OP, die Bilder vorher, nachher, was die erlebt haben. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr hilfreich, um mich zu entscheiden und zu sagen, okay, das ist die richtige Entscheidung. Ich will die so schnell wie möglich raus haben. Natürlich hat man sich die ganze Zeit gefragt, ist das das Richtige oder nicht, weil selbst die Ärzte meinten, das ist eine 50-50 Chance. Keiner gibt mir die Garantie. Es kann alles besser werden, muss aber nicht sein. Und es ist auch wieder viel Geld, und man legt sich halt dann nochmal unter das Messer. Und diese Fragen, wie sieht das danach aus, mental, wie werde ich das verarbeiten, wie fühle ich mich, das war sehr chaotisch, das waren so viele Gedanken in meinem Kopf. Und ich habe wirklich jeden Tag einfach nur so ein Kreuz gemacht, den ich überstanden habe, weil die Schmerzen wurden intensiver. Das war einfach nicht mehr auszuhalten. Ich hatte wirklich 24/7 Schmerzen. Und war einfach glücklich, jeden Tag abgestrichen zu haben. Dann kam der Tag X, wo ich meine OP hatte und sich mein Leben verändert hat. Ich habe sofort gefühlt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mich sofort erleichtert gefühlt. Ich habe 4-5 Tage später angefangen, meine Besserung zu merken. Selbst am nächsten Tag nach der OP, meine Augen sahen schon ganz anders aus, obwohl man natürlich kaputt ist und müde ist von Schmerzen und allem. Und trotzdem, ich war so happy. Nach der OP habe ich mich so erleichtert gefühlt. Ich war so glücklich und dankbar wie noch nie. Ich wusste, das war die richtige Entscheidung. Mein Umfeld hat sofort gemerkt, allein schon an meiner Stimmlage, an meiner Ausstrahlung, ich war wie ein anderer Mensch. Und die Symptome, die ich vorher hatte, wurden nach Tagen schon besser. Also einige. Meine Augen waren ganz anders. Ich hatte vorher immer müde Augen, rote Augen, Augenringe. Meine Haut, ich hatte wie Akne, Narben, Unreinheiten ohne Ende.
das wurde sofort deutlich besser. Ich sah frisch aus im Gesicht. Die Blockaden, ich hatte Blockaden. Ich konnte ein, zwei Monate vor der Operation meinen Kopf nicht mehr runter bewegen oder zur Seite gucken. Ich konnte das nicht mehr. Das war weg. Ich habe mich frei gefühlt. Ich konnte meinen Kopf bewegen. Die Schmerzen wurden anders. Ich habe sofort gemerkt, auch diese Knochenschmerzen, dass es irgendwas in meinem Körper passiert. Ich konnte schlafen immer länger, immer länger. Das kannte ich seit Jahren nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie es ist, schmerzfrei zu schlafen, wie sich das anfühlt. Und, oder 8-9 Stunden durchzuschlafen. Ich kannte das nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich kann schlafen. 8 Stunden, 9 Stunden, die Schmerzen ändern sich. Mein inneres Gefühl einfach. Und ich hatte wirklich Angst, muss ich sagen, vorher, wie werde ich mental das verkraften, wie lange werde ich Zeit dafür brauchen, um mein neues Ich zu akzeptieren, weil das war für mich einfach wie so wie eine neue Geburt. Und tatsächlich, ich habe mich sofort geliebt, mein Spiegelbild geliebt. Ich habe mich so wohl gefühlt wie noch nie und das hatte ich selber nicht gedacht. Und dieses Video, warum ich das unbedingt machen wollte, ist einfach, weil ich gemerkt habe, auch in meinem Umfeld, denen ich das erzählt habe, wie sehr diese Information einfach fehlt, wie viele gar nicht davon Bescheid wissen. Und genau diese Information hat mir damals auch gefehlt. Ich wusste von der Kapselfibrose, dass das passieren kann. Darüber wurde ich aufgeklärt. Aber wenn ich mir jetzt so nachher denke, hätte ich diese Information gehabt, was passieren kann, wenn dein Körper silikonisch annimmt, dann hätte ich entweder schneller reagiert oder vielleicht mich anders dazu entschieden, es gar nicht zu machen. Und genau aus diesem Grund wollte ich euch diese Information da lassen.